Halli und vor allem Hallo. Wir haben heute wieder mal ein Druckerproblem. Diesmal haben wir einen Drucker, der ist ein halbes Jahr gestanden und es steht ihm eigentlich gut. Und jetzt müssen wir natürlich nach dieser langen Zeit die Druckpatronen auswechseln. Ich habe hier Originalkopien der Druckpatronen. Es handelt sich hier um ein Gerät, das auch ein Gerät ist, der Firma Canon. Die Firma Canon ist ja bekannt für ihre Qualitätsprodukte und darum werden wir ja auch keine Probleme haben, jetzt diese Patronen zu wechseln. Wir haben also hier die Originalpatronen und da steht drauf, Brand names and trademarks are the property of the respective holders and are for descriptive purposes only. Das sagt uns doch schon alles. Das sagt uns, dass das die richtigen Patronen sind. Nun werden wir mal diese Patronen einsetzen. Ich habe das schon gemacht, Sie sehen das. Der Schlitten fährt ja nach vorne und ja, die Patronen sind drin. Also nur zum Sagen, die Patronen sind also fabrikneu, ist gerade ausgepackt hier. Hier sind alle Schachteln noch im Fall. Hier. Und darum werden wir jetzt mal das Ganze initialisieren. Und was steht auf dem Display? Der Druckkopf ist nicht eingesetzt. Setzen Sie den Druckkopf ein. Das haben wir zwar schon alles gemacht, aber wahrscheinlich ist die Kalibrierung noch nicht vonstatten gestattet. Und darum werden wir jetzt mal die Kalibrierung vornehmen. Wir müssen natürlich schon schauen, dass das Ganze richtig im Perimeter und jawohl, das wäre soweit gut. Also kommen wir nun zu der Kalibrierung. Sie müssen hier zwischen der roten und der gelben Patrone einfach ganz leicht, keine Gewalt, einfach keine Gewalt. Dann müssen Sie ganz leicht hier, ja, und Sie sehen schon, die Lichter gehen aus. Und das heißt eigentlich, dass jetzt gar nicht mehr so viel geht. Aber wir müssen da durch. Der Druck muss jetzt einfach kalibriert werden und wir kalibrieren. Judy, hui, wir kalibrieren. Und schon kommt Action rein. Also Sie sehen, die Kalibrierung hat schon bewirkt, dass einiges auch bei uns, wie auch bei Ihnen. Wir müssen vielleicht bei der Schwarzen noch ein bisschen. Es ist gar nicht so. Jetzt aber, Sie sehen, die Patronen wurden durcheinander gewürfelt und gemischelt. Und das ist eben das Wahre. Das ist eben Qualität. So, nun werden wir mal den Druck. Kommt wieder. Ja. Den Druckkopf sollten wir jetzt eigentlich. Achtung, die Abdeckung ist offen, steht da. Ja, dann werden wir die Abdeckung mal mit einem leichten Schlag. Die Abdeckung hier geht nicht so, dann müssen wir halt ein bisschen mehr die Abdeckung hier nach unten. Aber keine Gewalt. Abdeckung nach unten. Ja, jetzt ist die Abdeckung dran. Sie sehen, also es gibt für alle Probleme eine Lösung, wenn man einfach das Ganze richtig angeht. Und jetzt müssen wir halt hier auch noch ein bisschen das Druckkopfgehäuse nach innen schieben. Ja, sieht doch ganz manierlich aus. Wir können nun einen Testdruck machen.
Testdruck. Sie können jetzt nicht mehr drucken, steht da. Es ist uns ebenso schleierhaft wie mysteriös, warum nach dieser doch einigermaßen und auch und überhaupt, warum wir jetzt am besten einen neuen Drucker bestellen. Ja. Aber jetzt, du. Ui, ui, ui. Jetzt kommt Freude auf, du. Bei der Firma Kanon. Oh, Scheiße. Peace and love.